Jawohl, Freunde, Montag, Beginn der ersten Spätschicht/Südwoche. Jawohl. Ich bin im Begriff aufzubrechen in die Firma. In die Firma. Mal gucken, was es da Neues gibt. Ich war jetzt schon ein paar Tage nicht da unten. Und dann mal schauen. Aufwieder tauschen. Stockstadt, Biebesheim, nach Hause. Yes. So machen wir das. So und ich, ach so, ich hatte noch so viel zu, ach Gott, ich hatte noch so viel zu trinken im LKW. Ui, ui, ui. Ach, Freunde. Wo ist denn meine Schlumpfpisse? Egale Farbe, oder? Jawohl, so, zack, zack, zack. Mich hätte um ein Haar ein Vogel angeschissen. Beinahe. Soll ja, keine Ahnung, Glück bringen, aber so vor der Arbeit und dann mit dem Vogelschiss auf dem T-Shirt oder besser noch auf dem Kopf, Alter. Das wäre es gewesen. Naja, egal. Ich mache jetzt, wir klepern los. Tanken in der Firma brauchen wir ja nicht. Muss noch Palettenkästen leer machen. Da sind irgendwie drei übergroße Paletten drin. Mal in der Firma gucken, was das für welche sind. Ja. Boah, Kassel Bodenwelle. Mittwoch. 20.39 Uhr. Ich bin in. Guten Abend. Ich bin in Friedberg. Genau, habe eine Plane hinten dran, muss ich hier abstellen, weil ich kriege hier beim Kunden natürlich einen Kühler und die können keine Plane gebrauchen, deswegen muss ich hier den abstellen, den Kühler, die Plane, ja, weil auf dem Grundstück eine Plane hinstellen ist halt, deswegen, ich schreibe mal schnell einen Frachtbrief, weil ich habe Leergut geladen in Stockstadt, Butz, Bach, richtig, Ort, Stock, Stadt, U, B, N, D, Ort, Fried, Quatsch, Butzbach, GI, SG, 1266, richtig. Wir haben 137 EU, also Europaletten, 7 DIN-Paletten, das sind so Industriepaletten, so ein bisschen größer, 2 Solargestelle. Genau. Und dann haben wir noch irgendwie das andere Gedöns. Das brauchen wir nicht draufschreiben. Leergut. Wiegt Pi mal über den Daumen. Hier ist er. Hi. Wie es abläuft. Du stellst deinen Auflieger ab, ich stelle meinen ab. Ja, ich bin jetzt in Friedberg. Ne? Du bist schon da. Wann schlägst du denn auf? 23 Uhr. Ja, du kannst, wenn du willst, wenn du auf dem Auto drauf fährst, wenn du links dann hinguckst, da sind so Ladesäulen für E-Autos. Und daneben können da zwei LKWs parken. Ja gut, dann kann ich ja mal irgendwo hinqualmen. Das ist für Feedback oder was? Ja, okay, ja, dann kann ich ja den mir morgen früh schnappen und dann gleich runterfahren. Weil ich fahre alleine, weißt du? Na gut, bis nachher, ciao. Das war der Andreas, mit dem ich, also nicht mein Schichtpartner, sondern der liebe Andreas, mit dem ich die Aufwieder tausche. Fernfahrer. Von dem bringe ich nämlich auch wieder hoch nach Niederkleen, nach Nordheim. Und er bringt mir einen mit, der ist für Friedberg. Dann gehe ich mal von aus, dass ich Schichtpause mache. Und dann morgen früh so gegen 11, 12, weil ich muss ja auch immer nach hinten genug Luft haben, Schichtzeit. Fahre ich so 11, 12, fahre ich in Nordheim los. Und dann gucken, fahre ich erst in eine Firma, weil ich muss dann, glaube ich, auch irgendwie mal tanken. Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir mal. So, jetzt hänge ich erstmal ab. Und dann schauen wir mal weiter. Meine Schläuche zischen. Ach, das ist ja noch hier zu. Oh, lass mal drin, den Nupsi. Pröppeln wir das hier so rein. Flupp. Ihr müsst mal kurz runter. So. Super. Aua, ich renne nicht gegen LKW, Alter. So, fluten noch mal die Brennräume. Gang drinne. Er will nicht. So, Handschuhe brauche ich. Fahr mir nicht meinen sexy Arsch ab, du. Dann ist hier aber Falco offen. Ach, kenn das. Ja,
Grund, warum ich alleine fahre, ist, mein Kollege hat Urlaub. Und zwar nicht Anfang der Woche und nicht Ende der Woche, sondern ab heute. Also Donnerstag, erster Urlaubstag. Deswegen bin ich auch runter von meiner festen Linie, weil ich ja alleine fahre und die im Moment keinen anderen Fahrer haben, der mit mir aufs Auto gehen kann. Deswegen fahre ich alleine Rest der Woche. Nächste Woche habe ich wieder einen Kollegen auf dem Auto und der kennt die Abläufe von der Linie, was ja gut ist, weil hat so ein paar Eigenheiten. Hui. Oh, die mache ich jetzt nicht fest. Gucken. Immer, wenn man an der Straße absattelt, immer den Verkehr im Auge behalten. Genau. Oh, jetzt fahren wir solo einmal. Oh, nee, kann ja drehen. Drehen wir. Oh. Und dann fahren wir zum Kunden, holen den Auflieger und dann geht's nach Hause. Genau. So mag wie das, Frau Hümbeler. So nicht anders, du. Langsam Scania. Der hat Bock, Alter. Der hat Bock. Ist die Kamera genau mit der A-Säule bündig hier? Sehr schön. So. Auflieger abgestellt. Komm, Fahrniveau. Danke. So, jetzt rangieren wir hier mal ganz kurz zurück. Ja, langsam, nicht, dass wir in die Blechbüchse donnern. Das ist nicht gut. Tut mir nicht gut, tut dem Scania nicht gut. Gut, der Blechbüchse, so wie sie aussieht, ist das schon alles egal. Aber gut, so, da steht unser Baby. Tschüss. Ach ja, Mensch. Psst, 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 psst. Ja, ja, ja. Ja. Anschnallen, nicht vergessen, bitte. Brumm, brumm. LKW links um die Ecke. Ja, bin hier mal spannend. Laut meinem Disponauten, die Nierwerstraße. Oh, eine Dose Krombacher, ja. Ach, und noch einer, was ist denn hier los? Aber alle leer. Ach, hat wieder so ein Vollidiot aus dem Auto geschmissen. Bevor ich frage mich, wer säuft denn während der Autofahrt Krombacher? Also egal, was für ein Bier, man soll nicht halt während der Fahrt. Also, ne? Also, nicht trinken. Kopfschmerzen kriege ich, Freunde. Ich habe gerade so leichten, dezenten Anflug von Kopfschmerzsymptomen. Macht aber gar nichts, weil hinter mir, schräg rechts in der Tasche, habe ich Thomapyrin. Kein Plan. Intensiv, akut, Sprint. Weiß ich nicht. Die werde ich mir gleich mal reinflacken. So. Parken wir mal hier. Dann packt ihr mal in die. Pförtner. Ich bin heute eine Drecksau. Eine kleine. Eine kleine, kleine. Ein LKW-Fahrer ohne Manieren. Jetzt können wieder Leute. Können wir Leute sich in den Kommentaren können zum Höhepunkt kommen. Können sie sich wieder echauffieren, was ich für eine schlechte Vorbildfunktion habe. Das war kein Pups, das war mein Sitz. Ja, aber ich gerade die Schuhe anziehen mit die Ampel grün, also sowas. Nordheim, hier ist Nordheim, 23:59. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo der liebe Kollege hier steht mit meinem Auflieger. Ich glaube, der steht da hinten. Fahr ich da mal rum. Nicht, dass er einen Nagel da reinfahren will und mir die Parklücke klauen will. Also, mir ist es egal, ich
Ich kann meinen Aufwieger hinstellen, wo ich will, weil der Aufwieger geht eh gleich wieder auf Reisen. Wollen wir doch mal gucken, ob er das hier ist. Ob er das da ist. Ja, er hat abgesattelt. Das ist er. Hier, er hier, der hier steht. Das machen wir dann vorbei. So, da, das ist mein. Das ist meiner. So. Dann parken wir hier neben ein, tauschen schnell die Auflieger, dann habe ich Feierabend. Das ist doch. Allerliebst. Ist doch das. So. Und mal fragen, ob ich ihm noch einen Frachtbrief schreiben soll, das habe ich vergessen. Fahrzeit perfekt, genau 4 Stunden. Das löppt ja, Alter. So. Moin! Moin! Pünktlich bist du ja. Auf die, wie die Eisenbahn. Gibst du die morgen bitte ab? Wo? Hier im Brief. In Niederkleben oder? Ja. Nein. Soll ich dir noch einen Fachbrief schreiben? Nö, nee, mach ich dann. Ja? So, fahr ich jetzt hier die Umleitung lang oder wie? Nee. Du fährst vom Auto, fährst rechts rum. Rechts rum, ja. Genau, Nord am Rhein, Kreisel, fährst du quasi geradeaus drüber weg. Nächste Kreisel, fährst du 15 Uhr raus. Ja. Bis zum nächsten Kreisel, wieder 15 Uhr raus. Da sagt er dir aber, wäre eine Brücke mit 380. Aber genau vor der Brücke fährst du auf die Autobahn. Also wenn du hier die Umleitung fährst, das ist, ach, hau ab. Chaos. Scheiße. Ja. Also hier einmal 3 Kreisel. Ja. Ne? Und dann wieder drauf. Fährst du quasi hier Moringen. Moringen drauf. Richtig. Ah, okay. Und dann welche Rampe fahre ich da in Buchholz? Wo fängt das an? Du fährst drauf, weil es ist ganz links ist Rampe 6. Ja, genau. Die lässt du frei. Ja. Und ab 5. Bis auf die letzte ganz links lässt du auch frei, weil da ist dann normal immer einer. Ach so. Von denen. Ja. Ansonsten von den einen. Also wenn du der erste bist, fährst du an Rampe 5. Ja. Ne? Ach, okay. Also war da heute das erste Mal gewesen. Ja? Das allererste Mal? Ich hab das nicht gewusst, dass das von Stelle weg ist. Okay. Donnerstag. 12 Uhr. Bida, bibu. Der Falco fährt in den Süden. Entweder in eine Firma oder nach Friedberg. Denke mal erstmal in eine Firma. Ja. Ja. Und dann mal gucken, ob ich wieder einem was vorziehe. Schauen wir mal. Wir sind in Langgöns. In Langgöns. Nicht in der Firma, sondern an der Tankstelle. Weil wir haben ja, das habe ich schon mal gesagt, ist ein paar Videos her, deswegen sage ich es nochmal. Wenn wir nicht in Soltau tanken können, dann sollen wir nicht auf dem Hof tanken, sondern in Langgöns. Da bin ich jetzt, Tankchip parat. Guck mal mit, gucken, wie das funktioniert hier. Achso, die brauchen Kilometerstand, hat er gesagt. 444-368. Das Problem, ich sehe gar nichts. Hä? Ach jetzt. Chip. Diesel. Wir haben den Zapfpunkt. Ja. Ach hier, die 2. Okay. Geheimzahl. Kilometerstand. Was habe ich gesagt? 444. 3, 6, 8. Okay. Wir können am Zapfpunkt 2 tanken. Wie geil ist das denn?
Hä? Das kann doch gar nicht sein. So, das haben wir. Ne, ich möchte einen Beleg. Ah. Ja, ist ja für Doofe. Das ist aber ein kleiner Beleg. Wir kriegen ihn da raus. Da macht man alles. Dachte ja. Kommt ein Auto. Lass mich leben. Lass mich leben. Danke, danke. So, jetzt haben wir rechte Seite. Nee, Quatsch, linke Seite getankt. Das reicht. Bis Montag. Nach Soltau. So, Abflug. Wo es hingeht. Ich denke mal, Stock starten wir nach Friedberg. Oh, wir haben rechts und links, das ist ja geil. Können wir ausfahren. Wir haben ja Vorrang. Ja, Tank. Ja. Gut, muss ich jetzt mal einpegeln, weil der rechte Tank ist jetzt leerer wie der linke. Deswegen. Da ist frei, da ist frei. Fahren wir. Ich auf zu blinken hier, gut ist. Knacken wir übrigens heute Schnapszahl 444.444. Jawohl, haben wir jetzt noch 30 ungefähr, ja genau 77 Kilometer. 77? 44? Ja, 77 Kilometer. Quatsch, 74 Kilometer bis zur magischen Schnipskenzahl. So, Ankunft Firma haben wir so ein Viertel nach drei, fünf wollte ich gerade sagen. Viertel nach drei. Waschen brauchen, bräuchten wir eigentlich nicht, auch wenn die Frontscheibe naja aussieht, aber ich war gestern waschen. Und naja, mal sehen, was sie mit mir vorhaben. Ach nee, ich musste ja vorher waschen. Ach, ich weiß auch nicht. Fahren wir waschen? Nee, wir fahren nicht waschen. Nein. Obwohl, wenn ich heute wasche, muss ich morgen, vielleicht morgen nicht waschen. Ach, ist alles wieder, weil morgen ist ja Freitag. Ist ja kollektiver Duschtag. Ja. Oh, ein Verkehr hier oben.